Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, willkommen zu einer ja doch lebhaften Debatte heute Abend. Deutschland als Land der Dichter und Denker und wir würden uns das natürlich alle wünschen, Deutschland als Land der Gründerinnen und Gründer. Und es gibt Erfolgsgeschichten, CureVac ist erwähnt worden, glaube ich, eine der Erfolgsgeschichten, die gerade in verdammt schwierigen Zeiten, wie wir sie als Land durchleben, Hoffnung macht, eine Erfolgsgeschichte eines jungen Unternehmens. Aber, und das ist ja auch mehrfach angesprochen worden, wir haben tatsächlich zu dem Ziel, Gründungsland, ich würde sagen, vielleicht Nummer eins zu werden, noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. In der Tat. Aber, Herr Huben, wenn Sie sich in Ihrem Antrag ja auf den KfW-Gründungsmonitor schon beziehen, und da gebe ich der Kollegin Grote-Lüschen ausdrücklich recht, dann müssen Sie eben auch das gesamte Bild an der Stelle mit abdecken, was auch in den Studien, die Sie heranführen, hier mit dargestellt wird. Meine Damen und Herren, der Startup-Monitor aus dem letzten Jahr zum Beispiel hat deutlich gemacht, dass über die Hälfte, 60% aller jungen Unternehmerinnen und Unternehmer sehr optimistisch in die Zukunft gucken. Davon ausgehen, dass ihre Geschäfte besser werden, planen, Menschen einzustellen, im Durchschnitt 8 Personen pro junges Unternehmen. Das sind doch Perspektiven, die deutlich machen, welches Potenzial, meine Damen und Herren, hier in der deutschen Innovationskraft in den jungen Unternehmen in unserem Land stecken. Der Monitor zeigt aber eben auch, und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, wo eben auch Bedarf ist. Und es sagen auch an der Stelle über ein Drittel der Unternehmen, dass sie besser und mehr wachsen könnten, wenn sie einen besseren Zugang zu Kapital hätten. Und deswegen ist genau das einer der Schwerpunkte, die wir uns in der Bundesregierung und in der Koalition vorgenommen haben. Wir werden ja mit dem Zukunftsfonds, ich vermute, das haben Sie ja wahrgenommen, 10 Milliarden Euro in die Hand nehmen, um zweierlei zu machen. Auf der einen Seite das, was gut läuft in den letzten Jahren, wo wir insbesondere in der Gründungsphase Kapital für Unternehmen bereitstellen, durch Exist, durch Comparion, den Hightech-Gründerfonds oder die neu gegründete KfW Capital, dass wir sagen, das ist die eine Säule, wo wir mehr von dem, was gut funktioniert in unserem Land, machen, um eben junge Gründerinnen und Gründer zu unterstützen. Und mit der zweiten Hälfte dieser 10 Milliarden sagen wir, es gibt aber in Deutschland einen Bedarf, nicht in der Anfangsphase von Unternehmen, sondern wenn es um die Skalierung, wenn es ums Wachstum geht, dort, wo eben Finanzierungsrunden im zweistelligen Millionenbereich notwendig sind, dass wir eben mit der zweiten Säule dieses Zukunftsfonds sagen, wir werden genau hier für zusätzliches Geld sorgen, wo wir mit dem Geld des Staates, des Bundes, unser aller Geld, privates Geld eben hebeln wollen, sprich dazu bringen, um am Ende die Lücke für diese Unternehmen, die sie mit der Finanzierung haben, zu schließen. Das, meine Damen und Herren, so geht es, wenn man sich mit den wirklichen Fakten, den Erkenntnissen der Studien auseinandersetzt, dann handelt man nämlich, und der Zukunftsfonds, den wir hier planen, ist genau dafür ein Beweis, meine Damen und Herren. Wir haben eine große Aufgabe, und auch das ist ein Ergebnis aus dem Monitor, dass wir bei der Frage von Mitarbeiterbeteiligung bessere Regeln brauchen. Wir haben nämlich in der Situation des Dry Incomes zum Beispiel heute ja die Situation, dass wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt, übrigens rund 80% der Startups machen das ja auch, haben wir heute die Situation, dass das Einkommen eben beim Zufluss der Beteiligung, wo aber gar kein Geld fließt, besteuert werden muss. Deswegen wird es hier ganz kurzfristig eine Änderung geben, dass das Dry Income, also das Einkommen durch die Mitarbeiterbeteiligung, eben nicht beim Zufluss der Beteiligung, sondern dann, wenn man sie eben in Gehalt umwandelt, besteuert werden wird. Ein echter Gewinn, gerade für viele Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg beteiligen wollen. Also, meine Damen und Herren, wir haben erkannt, was die Gründerinnen und Gründer in unserem Land brauchen. Wir packen es an. Wir packen es an, dass mehr Frauen in Zukunft gründen können. Wir packen es an, dass insbesondere im Bereich von sozialen, nachhaltigen, verantwortungsvollen Gründungen im Social Entrepreneurship gegründet werden kann. Und, meine Damen und Herren, wir haben eben auch nicht nur die Hightech-Gründung in den Großstädten im Blick, sondern wir schauen eben auch, wie wir gerade auch im Mittelstand, im Handwerksbereich vielen Gründerinnen und Gründern in der Fläche helfen können. Das, meine Damen und Herren, das ist unsere Politik, wenn es um Gründungen geht und nicht eben auf der Hälfte von Zahlen halbdünne Anträge zu schreiben, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich deswegen zum Abschluss mal ein Wort direkt an die Menschen in unserem Land richten, die mutig sind, die Verantwortung als Gründerin oder Gründer übernehmen, und das in schwierigen Monaten. Danke Ihnen. Danke Ihnen dafür, dass Sie mutig sind. Danke dafür, dass Sie Verantwortung übernehmen, auch in schwierigen Zeiten für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir brauchen Sie in solch schwierigen Zeiten mehr denn je. Vielen Dank für Ihren Mut, vielen Dank für Ihre Verantwortung. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Lotze, Fraktion EGG.